Heute machen wir die Überführungsfahrt unseres neuen Schiffes, der MS Rheinpoesie, von Köln nach Düsseldorf. Kein wirklich neues Schiff, sondern ein Schiff, das die KD im letzten Jahr übernommen hat, komplett durchrenoviert hat. Von daher haben wir jetzt einfach ein modernes, frisches Ambiente, von dem wir glauben, dass es toll zum Düsseldorfer Publikum passt. Wir hatten von vornherein im Auge, mit diesem Schiff in eine enge Partnerschaft mit der Rheinischen Post zu gehen, weil es für uns einfach, sagen wir mal, das Medium ist in Düsseldorf und im Umland. Wir sind eine Liebesheirat. Es wird hier am Rhein nie langweilig. Wenn man die Stadt vom Wasser aus sieht, ist das natürlich auch eine ganz andere Perspektive, ne? Was natürlich auch sehr interessanter wird. Ich glaube, viele Düsseldorfer werden dadurch noch mal darauf aufmerksam, wenn sie hier am Wochenende lang flanieren, abends sitzen, dass Rheinische Post natürlich Teil der Stadt ist und dass sie vielleicht ein bisschen öfter noch da reinschauen und sehen, was im Lokalen, in der Region überhaupt passiert. Dafür steht die Rheinische Post. Das war ziemlich aufregend, weil man ja auch ganz kurz sozusagen die ganze Verantwortung hatte für wenige Sekunden und da möchte man nichts falsch machen. Aber es hat ja toll geklappt und ich denke, daher kann man auch dieses Sprichwort ableiten. Es hat geklappt wie am Schnürchen, also es muss daran liegen. Es war also ganz toll, das Wetter hat mitgespielt, die Rheinische Post hat hier tolle Leute eingeladen. Man merkt auch, dass sie alle dahinter stehen hier von der Stadt Düsseldorf und ganz stolz sind und ich glaube, es ist eine sehr schöne Sache. Das Tolle ist natürlich auch, dass die Leser der Rheinischen Post den Namen hiermit aussuchen konnten. Die waren sehr kreativ. Ich darf mich da ganz herzlich bedanken, auch bei den Lesern, für die wirklich gute Teilnahme und für die wirklich tollen Vorschläge. Es waren ganz kreative Sachen dabei. Und mit dem Namen Rheinpoesie ist, glaube ich, auch ein guter Name gefunden, der so ein bisschen zum Träumen anregt und das passt zum Rhein. Die MS Rheinpoesie. Die ist ein richtiger Hingucker und ich glaube, das wird sehr gut ankommen in Düsseldorf. Und so eine Tauffahrt bei diesem herrlichen Wetter, was will man mehr? Erstmal ist das Wetter wunderbar für den Anlass und dass die Rheinische Post jetzt ein Schiff hat und die Leserin das Rheinpoesie getauft haben, hervorragend. Und ich hoffe, dass wir noch schöne Events mit der Rheinischen Post hier erleben dürfen. Also die Rheinische Post, die ist ja schon lange unser Partner in der Bürgerstiftung, ne? Und dass sie sich jetzt auch hier engagiert, weil das ist einfach, der Fluss ist Düsseldorf und die Rheinische Post ist Düsseldorf und dann passt das doch wunderbar.